Simon Terodde, der beste zweite Bundesliga-Stürmer der Geschichte, schaffte er es auch, sich auf großer Bühne zu beweisen und den Ballon d'Or zu holen? Das finden wir heraus. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Messi, Benzema, Mahrez und Grealish. Und gewonnen hat Mahrez. In der ersten Saison konnte Terodde direkt schon die Meisterschaft gewinnen mit Schalke. Vielleicht sollte ich ja dort das Traineramt in echt übernehmen. Dabei sind ihm 14 Tore gelungen und er ist hoch auf eine 81. Im zweiten Jahr sind die Favoriten Sancho, Messi, Neymar und Cristiano Ronaldo. Und gewonnen hat Ronaldo. In der zweiten Saison konnte Schalke das Champions League-Finale sogar erreichen. Leider hat man verloren gegen AC Mailand. Terodde sind aber in dieser Saison 35 Tore gelungen und er ist hoch auf eine 85. Wie es weitergeht, seht ihr in Part 2.